Leute und herzlich willkommen zurück bei Bioshock im Jahre 1960. Und ich habe es euch schon angekündigt, wir gucken mal auf den Maskenball 1959. Ich weiß nicht genau, wann es jetzt ist, ob es zum Jahreswechsel ist, aber es sieht fast so aus, als war hier eine Neujahrsparty, denn hier steht Happy New Year 1959. Diesmal bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe es mir... Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verdammte Tür auf! Wer schreibt denn da unten schon wieder so rum? Was ist denn da los? Okay, der zum letzten Mal. Ich warne dich. Was bist du dir eigentlich dabei, Charlie? Charlie! Ah, wie der aussieht. Charlie, wo gehst du hin? Nein, mein Plasmid ist aus. Oh, ihr habt mehr Schläge aus. Ihr habt einen Wolf, aber gute. Den nehme ich doch mal mit und du hast was am Fußgelenk. Haufenweise Alkohol, das ist gut. Ja, anscheinend war hier eine Neujahrsparty. Das Essen ist maßlos über den Herd hinausgeschossen, wie man sehen kann. Gut, Geld. Und nochmal mehr Schnaps. Ich ertrag das nicht, ich brauche Alkohol. In der Registrierkasse sind mal 8 Patronen versteckt. Das ist auch interessant. Wenn du eins Bleiter am Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Elektrobolt. Ja, wir können uns die Umwelt zunutze machen, denn ihr wisst ja, Wasser leitet Strom wirklich exzellent. Und nachdem die mich noch nicht gesehen haben, würde ich mal sagen, ich nutze das jetzt einfach mal aus. Na, Jungs? So kann man sich sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Feinde vom Hals halten. Man muss einfach nur ein bisschen auf die Umgebung achten. Hier zum Beispiel Alkohol. Und ja, ich kann auch betrunken werden, wie ihr seht. Es wäre keine Neujahrsparty ohne ein bisschen Alkohol, oder? Ein bisschen Spaß muss sein. Habe ich schon gesagt, dass ich die 60er-Jahre-Musik ziemlich cool finde. Oh, guck mal, da sitzt ein Bärchen. Die Frage ist nur, wo guckt der hin? Guckt sich einfach das Meer an. Wahrscheinlich sein Neujahrstraum oder so. Noch mehr Schnaps. Bisschen Geld, eine E-Spritze. Und... Verzeihung, ich dachte, ich muss ihn niesen. Es gibt in Guns Rapture Tonbänder, die können wir uns anhören. Das werden wir mal machen. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Und du sitzt denn hier feist aus Fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Was ist... Das ist mein Kind, nicht... Okay. Die Tonbänder geben immer Aufschluss darauf, was hier in Rapture passiert ist. Und so wie es aussieht, ist irgendwas passiert, denn die gute Diane hat geblutet. Wurde anscheinend angeschossen, denke ich mal. Diese Masken sind schon mehr als creepy, oder? Vogel, Fisch und Hase? Na, ich weiß nicht. Bin ich kein so Fan vom Maskenball. So, wir nehmen das Geld natürlich mit und gehen auf die Damentoilette, würde ich sagen. Ich bin total verspleißt. Total verspleißt. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Und ja, ab und zu sehen wir auch Geister, die Aufschluss darauf geben, was hier passiert ist. Aber ich sehe da vorne schon wieder ein Tonband funkeln. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Okay, da muss ich jetzt sagen, das war ein sehr widerliches Tonband, wenn ich über Toiletten und den Gestank philosophiere, ja? Das ist anscheinend das besagte Loch hinter der Toilette.
Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Oh. Das ist ein Kind. Das kann ich retten. Moment, Kind. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Bist du da? Komm und gib mir Land. Komm und bring mir Bonbons. Teddy Bear. Okay, das ist verstörend wie nochmal was, ja? Ein kleines Mädchen, das singt, während sie dem Toten eine Nadel in den Kopf rammt. Oh mein Gott! Rapture ist nicht der nette Ort, wo ich gedacht habe, dass es ist. Und die hat auch noch Spaß dabei, die unten, die hört gar nicht mehr aus. Lalalala, Nadel rein, Nadel raus, Nadel rein, Nadel raus. Gah. Da läuft mir gleich ein Schauer über den Rücken. So, ich gehe aber mal weiter. Oh oh. Schlägt einfach das Kind. Wow! Was zum Teufel? Oh, ich glaube, das tut weh. Ach, du Kacke, geht's jetzt zu. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür. Ach, okay, die gehen also immer im Doppelpack. Pistole und Kugeln. Dann sollte ich mich den Little Sisters anscheinend nicht nähern, da der Big Daddy sonst nicht mehr so erfreut ist, mich zu sehen. Ist das soweit richtig? Oh, ja. Das kleine Mädchen hat ja ganz schön gewütet, wenn er da gut aus Blut gespritzt hat. Falls sie ihn umgebracht hat, das weiß ich nicht. Vielleicht nähern sie sich auch nur den Toten. Aus wie im Theater. Aber hier gibt es anscheinend nichts mehr, dann gehe ich einmal weiter. Wieder eine Vita-Chamber, wie ich gesagt habe. Alle paar Meter ist eine Vita-Chamber. Und das zerstört für mich ein bisschen so die Atmosphäre, denn die ergeben nicht wirklich Sinn. Oh. Was gibt's da zu lachen, bitte? Wo ist meine Puppe? Welche Puppe? Da ist keine Puppe. Das ist halt alles so fertig. Bestattungsunternehmen. Bezahlbare Enten. Ich habe dir jeden Tag Blumen geschickt. Fontaines Zukunftsprodukte. Ich komme immer wieder zurück. Nennst du das Dankbarkeit? Der schmerzt mit Mülleimern. Da ist nichts drin. Ja, wenn es sieht so aus, als wären wir ein bisschen unbesiegbar. Oh, die Pflanzen im Wasser, das ist super. Ah, Nadel rein. Was ich auch nicht ganz verstehe, ist, ihr seht, wenn er kommt. Das sind Automaten mit diesem Electrobolt-Fläschchen. Und alles, was man denken kann, ist, da ist eine Spritze dabei. Ich fülle die mal auf und ramme sie mir einfach mal so in den Unterarm. Warum auch immer. Wählen Sie Ihr Plasmidas und entwickeln Sie sich weiter. Sie war hier deplatziert. Lieber nicht. Ganz schön immer noch im Wasser. Das ist sehr, sehr praktisch. Na, Jungs, wie sieht's aus? Ah, vorbei. Jetzt habe ich die Maus verrissen. Ich bin arm und hell. So, gleich wieder voll machen unseren blauen Balken. Unser Plasmid. Oh, und ein toter Big Daddy. $33 eine E-Spritze. Das ist nicht schlecht. Und wieder eine Vita-Chamber. Ich finde, die hätten sie weglassen können, aber okay. Wir lassen Schuhe glänzen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt meine Schuhe polieren lassen müsste. Oh, da liegt noch was. Bandagen. Oh. Blutiges Klo. Ist alles ziemlich kaputt und heruntergekommen, muss ich sagen. Stelle ich jetzt gerade mal so fest, ja. Wo muss ich hin? Ah, Neptuns Bounty. Sicherheitsalarm ausgelöst. Ich war's nicht. Ah!
Flammenwerfer, geht's noch? Ich höre Leute, ich höre Leute. Ah, da kommen sie. Lauf ins Wasser, genau. Gut, dass sie nicht dämlich sind, oder? Ui. Wie man gleich alles explodieren muss. Kommen noch zwei. Du bist minderwertig. Nicht minderwertig. Verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Er hat Näppchen abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Gesammelt ionischer Schrot. Kann ich da eigentlich wieder rauf? Nö. Der gute Mann kann nicht so hoch springen, wie es aussieht. Ah, da war Whisky drin. Diese Farben. Gut, genug gesoffen. Ich würde sagen, wir machen weiter. Wir gehen zum medizinischen Pavillon. Also es gibt jetzt Komplikationen auf dem Weg, was ich nicht glaube. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Oh. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Warum ist das Licht aus? Ich mag das nicht. Mach's wieder an. Lass mich raus. Also, oh. Mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Okay, warum denkt ihr mir, jeder, ich bin der Böse? Ah, das sind Leute. Ah, die wollen mir das Leder. Komm hier nicht mehr weg. Was? Wo? Ah, hier. Mann, die Düse mache ich doch da. Lauter Verrückte in Rapture. Lauter Verrückte. Zähl immer auf den Kopf, so fügst du mehr Schaden zu. Einfach gesagt, das getan. Gut, also Gastfreundschaft ist in Rapture wirklich nicht sehr groß geschrieben, stelle ich fest. Mal wieder nach Hause. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang, mach schon. Den König von Rapture? Benutze den Notausgang. Dr. Stymans Praxis für plastische Chirurgie. Ach, mit M haben wir eine Karte. Wir sind hier. Und ich muss keine Ahnung wohin, das ist kein Marker. Okay. Der Parasit hasst drei Dinge: den freien Markt, den freien Willen. Was für ein Parasit? Und freie Menschen. Kein Vergleich zu diesen Leuten am Apollo Square. Das ist ein defektes Sicherheitsbot. Ach, ich kann den hacken. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Finde Rohrsegmente, indem du verborgene Platten aufdeckst. Nimm Rohre auf und ersetze sie, um Verbindungen herzustellen. Leite die metallische Flüssigkeit zum Ausgangsrohr. Der neue Stromkreis sorgt für den gewünschten Effekt. Okay, ich musste also alles umdrehen. Ein kleines Spiechel von Pipes und das dann so umleiten, dass es hier unten wieder rauskommt. Das dürfte ja wohl nicht so schwer sein, zumindest zum Anfang des Spiels. Ups. So, Wasser läuft. Jawohl, hacken erfolgreich. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Jawohl, so ist es schön. Ich finde die Dinger total cool irgendwie. Die summen immer so schön. So, das sind Vending-Maschinen. Vending-Maschinen. Der Verkaufszirkus, und da kann ich Sachen kaufen, wie Wodka, Pistolen, Kugeln, Schrubbmunition, E-Spritzen und so weiter. Ah, das brauche ich im Moment nicht. Das ist für später. Medizinischer Pavillon. Wir gucken uns erstmal hier noch ein bisschen um. Hier gibt es bestimmt... Ah, ja.
Gerade wollte ich sagen, hier gibt es bestimmt noch was. Aufmals Geld, Eve-Spritze, Verbandskasten bin ich voll, da kann ich nur 9 tragen. Pistolenmunition, die Leiche hat auch noch Geld. Und hier ist wieder ein Tonband. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Okay, also Diane hat das überlebt an Neujahr. Andrew Ryan interessiert das nicht die Bohne, ob sie lebt oder stirbt, aber der Doktor hat ein Interesse an ihr. Und will sie zur schönsten Frau der Welt machen. Ob das so hindert, ich weiß es nicht. Ich kenne den lieben Doktor nicht. Nachdem es hier aussieht wie Arsch, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, glaube ich nicht, dass der das schafft. Aber gut, ich lasse mich doch gerne überraschen. Oben war nichts mehr. Kraftweise Muni ständig gerade fest. Auch noch so ein Roboter. Oh, der ist kaputt anscheinend. Bleib von meinen Papieren weg! Gib das wieder her, du mieses Subjekt! Ja! Das ist ja praktisch. Die bekämpfen sich gegenseitig, dann kann ich hier in Ruhe plündern. Das ist noch ein Bomber. Verbandskasten. Sicherheit, alles blinkt. Wo ist jetzt eigentlich mein Wachroboter hin? Wo versteckt? Batz! Schieß, 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 Bot! Schieß! Leadheadsbleißer. Der darf er Geld. So, nochmal eine E-Spitze reinjagen. Damit das immer noch so schön kribbelt wie am ersten Tag. Notfallzugangskontrolle. Sicherheitsalarm ausgelöst. Zutritt bis auf weiteres untersagt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, da ist was vorbeigelaufen. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. So, den nehme ich wieder mit. Wer lacht denn da die ganze Zeit? Das kann's doch nicht sein, hinter jeder Ecke ist irgendwas. Ich wollte eigentlich das Tonband hier aufsammeln. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Okay, das war Dr. Steinman und er hört sich schon ziemlich krank im Kopf an, wenn ich das so sagen darf. Wir verändern alles mit nur einem Schnitt. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Oh, ja. Ich habe ein Maschinengewehr gefunden. Aber das habt ihr eh gesehen, aber ich will es nochmal betonen. Maschinengewehr, ein Tommy Gun. Ja, ist er weg. Wisst ihr was, jetzt schieße ich auch zurück, komm her. Für den Besuch. Schnell, verriegel die Tür! Ich hab versprochen, dir nichts zu tun. Du hast mir versprochen, nichts zu tun, dafür hast du aber auf mich geschossen. Ah, wie ich komm skeptisch! Du warst das! Du! Ah, wo kommst du her? Okay, ich muss mich übrigens selber heilen, soweit ich weiß. Ich kann mich da zwar jetzt täuschen, aber ich glaube, ich muss mich selber heilen. Wenn ich das nicht mache, bin ich tot. Was liegt denn hier nach unten, Revolver? Gut, es empfiehlt sich, wenn mehr Leute da sind, einfach mal die Pistole auszupacken. Und der hat den Brot dabei. Lecker, lecker. Wo versteckst du dich? Ich bin hier unten, mein Schatz. Aus, als könntest du eine Aufmerksamkeit ja. Warum schießt du? Jetzt schieße ich vorbei.
nicht so ganz einfach zu ziehen mit dem Elektrobolt, muss ich mal sagen. Pistole, Munition. $17. Was, guter Splicer? Nee. Das gibt's nicht. Der Chambers. Oh, Vision. Sie haben mir Schönheit versprochen! Steinman! Ich sollte wunderschön werden! Sehen Sie mich an! Sehen Sie mich an! Ah, das ist genau das angetreten, was ich mir schon gedacht habe. Schönheit? In Rapture? Nee. Wandelnde Ghule nennt man sowas. Aber was tut man nicht alles für die PR, ne? Da geht's in die Chirurgie und ich würde sagen, da machen wir uns in der nächsten Folge auf. Vielleicht finden wir einen guten Steinman. Wir brauchen jetzt einen Schlüssel, habt ihr ja gehört. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Bioshock.